So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung vom Live Trading TV von JFT Brokers. Heute habe ich jetzt drei Setups mitgebracht. Ein Setup ist schon bekannt, aber zunächst einmal erstmal der Risikohinweis. Die Videos stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. So, dann kommen wir erstmal zum DAX. Dieses Setup habe ich heute Vormittag vorgestellt. Der DAX ist nicht über die 10.675 gestiegen, nicht mal intraday. Er ist zweimal davon, hier einmal knapp davor nach unten abgedreht und hier waren auch noch gut 25 Punkte, war er da noch entfernt. Dieses Setup bleibt weiterhin bestehen. Doch zunächst sieht es eben erst einmal aus, dass wir noch ein Tief sehen werden. Und deswegen habe ich ein anderes Setup mitgebracht, auch relativ bekannt. Nämlich hier im Wochenchart. Diese Unterstützung, die Wolkenunterkante. Hier lege ich morgen direkt ein Limit bei 10.004 etwa rein. Der Stopp, also da das Kursziel eben 500 Punkte entfernt ist, kann eben der Stopp, ja, 300 Punkte zunächst einmal entfernt liegen. Man könnte natürlich das enger legen, aber ich werde eben mit einer Position morgen versuchen, dort zum Zuge zu kommen. Eben auch nur mit einer kleinen oder mit einer halben Positionsgröße. Ja, und der Stopp in etwa erstmal hier unten auf Schlusskursbasis legen. Theoretisch kann man den auf 100 Punkte höher auf Schlusskursbasis legen. Also einfach ein Stück weit unter der Unterkante. Und Schlusskursbasis ist jetzt für mich, ich meine, morgen ist sowieso der letzte Handelstag. Also ist es erstmal für morgen der Fall. Also sollte hier eingestoppt werden und der DAX, sag ich mal, bei 10.110 Punkten schließen, dann hätte ich gleich 300 Punkte Verlust mit der Position. Es sollte eben die Wochenkerze außerhalb dieser Wolke liegen, werde ich auch wahrscheinlich noch kurz vor Handelsschluss die Position dann auch geben. Kommt eben darauf an, ob sich dann hier doch ein Hammer herausgebildet hat. Ein Hammer kann es ja nicht mehr herausbilden. Wir sind ja hier. Also deswegen tiefschwarz wäre eh schlecht. Deswegen intraday diesen Bereich anlaufen, temporär kurz unterschreiten und dann aber ja, im besten Fall wieder bei 10.600 Punkten schließen. Und dieses andere Setup wird eben auch mit einer halben Positionsgröße gehandelt und jeweils ist eben hier das Kursziel etwa die 10.900 Punkte. Kommen wir kurz zum Nasdaq. Da gibt es eben das dritte Setup und hier sieht es wirklich danach aus, ja, dass er eben noch ein tieferes Tief hier machen will, auch unter den EMA 38 schließen will. Und eben diese Zone, die sich zwischen 4.560 erstreckt, bis die Unterkante bei 4.530. Auch hier wird dann direkt eine Position aufgenommen. Der Stoppkurs liegt eben hier auf Tagesschlussbasis, würde der etwa, ja, auch erstmal deutlich darunter liegen, aber allerdings über dem EMA 200. Also im Prinzip auf Schlusskursbasis, ja, kann man eigentlich auch dieses Level nehmen. Intraday dürfte ja das Level verletzen, die 4.480, aber nicht auf Schlusskursbasis, also werde ich den Stopp hier legen. Das wären eben die Setups für morgen.
Montag und Dienstag. Bis Dienstag sollte die Abwärtsbewegung dann abgeschlossen sein und die Märkte zu einer Weihnachtsrallye, Erholungsrallye oder wie man es ja auch bezeichnen mag, Jahresendrallye ansetzen. Danke fürs Zuhören und wir hören und sehen uns dann morgen wieder.